zusammen. Wir machen heute einen Apfelmuskuchen mit Streuseln. Und zwar, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Und zwar den Pudding entweder so anzurühren mit einem fertigen Puddingpulver. So ist es eigentlich auch im Rezept angegeben. Nur ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich nicht weiß, ob mir dann, was man halt dann nehmen würde, zum Beispiel Vanille, ob mir das dann zu intensiv ist und unser Apfelmus ein bisschen im Hintergrund ist. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass wir den Pudding sozusagen selber machen, also das Puddingpulver auch. Da habe ich jetzt einmal 250 Milliliter Milch hier drin, dann so einen gestrichenen Teelöffel Vanillezucker, 30 Gramm Zucker, ein Eigelb, 15 Gramm Stärke, 325 Gramm Apfelmus und etwas Zimt. Man kann später sonst auch noch Apfelstückchen unterheben. Ich habe jetzt keine Äpfel da, deswegen lasse ich das weg. Oder man könnte natürlich auch einen Apfelkompott stattdessen nehmen. Aber die Sachen sind jetzt hier drin. Die tun wir erstmal verrühren, damit, wenn wir das Ganze auf dem Herd geben, beziehungsweise in den Topf geben, dass wir halt keine Klümpchen haben. Deswegen tun wir das jetzt erstmal schön miteinander verrühren. Und jetzt machen wir da einfach unseren Pudding. Also wichtig ist einfach nur immer dabei bleiben und umrühren, damit sich unten nichts absetzt. Ansonsten ist ein Pudding super schnell und einfach selbst gemacht. Jetzt fängt es hier an zu dampfen. Das heißt dann, dass es ziemlich schnell jetzt gleich gehen wird. Und dann werde ich nämlich das Ganze umfüllen, werde direkt auf die Puddingmasse eine Frischhaltefolie geben, damit sich keine Haut bildet. Und warum wir den Pudding als erstes machen, ist einfach, dann kann er ein bisschen abkühlen, bevor er auf den Boden kommt. Jetzt kümmern wir uns um den Boden und den Rand. Und zwar werde ich ja wieder meine 18er Springform nehmen. Solltet ihr eine 26er nehmen, einfach alles verdoppeln. Und zwar haben wir hier drin 100 Gramm Mehl in der Schüssel, 20 Gramm Zucker, 40 Gramm Butter, ein Ei und ein Teelöffel Backpulver. Und das tun wir jetzt einfach verrühren. So, ich mache das jetzt so. Ich habe hier kaltes Wasser und immer wenn ich merke, das sollte wieder etwas kleben, dann tue ich meine Fingerspitzen einfach etwas anfeuchten. Jetzt haben wir fast alles vorbereitet. Jetzt machen wir nur noch die Streusel. Da habe ich jetzt auch die Schüssel gar nicht sauber gemacht, weil im Endeffekt für den Boden ja fast dasselbe drin war. Und zwar, muss ich gerade gucken, wir haben 75 Gramm Mehl, 30 Gramm Zucker, 40 Gramm Butter und der Ofen, entweder heizt ihr den auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vor oder 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und wenn ich die Streusel jetzt gemacht habe, dann müssen wir das Ganze nur zusammenstellen. So, ich hoffe mal, dass ich den Rand später gut abbekomme. Ich habe vergessen, die Form am Rand einzufetten. Jetzt geben wir das hier mal oben drauf. Jetzt probiere ich mal. Ich hoffe, dass die Streusel oben drauf bleiben. Nicht jetzt total einsickern. Sonst hätte man den nämlich erst
bisschen so in den Ofen geben müssen. Oder man macht bei dem Pudding sonst mehr Stärke rein. Weil ich habe jetzt normal die Stärke genommen, von der Menge her, so wie man es grundsätzlich für 250 Milliliter macht. Aber wir haben natürlich ja mehr Menge durch unseren Apfelmus. Aber wir gucken mal. Jetzt tun wir so mal rein und dann sehen wir uns, wenn das Ganze abgekühlt ist. Also, das ist jetzt unser fertiger Kuchen. Bei mir war der jetzt 45 Minuten im Ofen. Hat auch mit den Streuseln alles gepasst. Und jetzt habe ich ihn noch, keine Ahnung, 2-3 Stunden im Kühlschrank gehabt. Und ja, und dann probieren wir mal. Alles auf die Gabel bekommen, wenn es geht. Mega lecker. Mega saftig durch den Pudding und Apfelmus natürlich. Der schmeckt Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Tut gerne noch in die Masse einen Apfel rein. Das ist einfach, dass der Apfel noch intensiver rauskommt. Aber das schmeckt so, so lecker. Also ich schreibe das einfach mit dazu, 1 bis 2 Äpfel noch dazu zu geben. Also nicht wundern, aber ein Träumchen. Ein Träumchen, ein Träumchen. Und deswegen gibt es nicht mehr zu sagen, außer macht's nach. Lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!